to this herzlich willkommen zurück zu diesem Nachmittagspanel. Thanks for still being here. A small announcement. This will be an all English panel, so please don't hesitate to equip yourself with a headset. And we will have a good discussion. Dann werden wir, wie gesagt, eine Diskussion auf Englisch haben. Es wird auch eine weitere Mentimeter-Umfrage geben. Also bitte halten Sie Ihre Smartphones bereit und verbinden sich mit dem WLAN der Stiftung. Das ist das Freifunk-WLAN und Wi-Fi for free ist das Passwort. Aber das brauchen Sie gleich erst. Mein Name ist Simon Ilse. Head of the global unit, the new global unit on human security, and I was extremely happy. Und ich freue mich, as well as Toni Hofreiter this morning about the und über die Bedeutung security understanding and Sicherheitsbegriffs gesprochen haben und auch alternativer grüner Konzepte der Sicherheit. Das beinhaltet natürlich auch die menschliche Sicherheit und das allgemeine Verständnis. Since last summer building up seit dem vergangenen Sommer haben wir jetzt eine Einheit in der Heinrich-Böll-Stiftung in Wien aufgebaut. In dieser Hinsicht und ich freue mich jetzt hier so ein großartiges Panel begrüßen zu dürfen, die ich in einem Moment auch noch auf die Bühne bitten werde. Aber heute Morgen möchte ich erst haben wir über die Verteidigung Europas und verschiedene Konzepte gesprochen, den Realitätscheck. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeuten würde, darüber nachzudenken oder für den Fall, dass Europa alleine ist, falls der nächste Präsident Donald Trump sein sollte und Europa alleine dasteht. Und jetzt werden wir versuchen, die Perspektive zu erweitern und über Europa hinaus zu blicken, auch über die transatlantische Perspektive hinaus zu blicken und nach Süden zu blicken, und zwar in Richtung der Sahelzone. Das ist eine sehr wichtige und interessante Region und natürlich auch eine Region, die geopolitisch umkämpft ist sozusagen, wo viel für Europa und die europäische Politik auf dem Spiel steht. Jetzt möchte ich an Imme Schulz übergeben für ein Wort an Professor Tim Rethy übergeben, der bereits online auf uns wartet. Vielen herzlichen Dank. Simon, ich werde jetzt wieder Deutsch sprechen. Liebe Gäste, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Stiftung bei der Außenpolitischen Jahrestagung. Heute Vormittag haben wir bereits viel über zentrale Fragen der europäischen Verteidigungspolitik und Sicherheitsarchitektur gehört. Jetzt wollen wir den Blick in Richtung Afrika weiten und darüber sprechen, welche Rolle Europa und auch Deutschland in der Welt einnimmt. Damit nimmt die Komplexität der Debatte noch einmal zu. Heute Vormittag ging es darum, was es den Mitgliedstaaten der EU schwer oder leicht macht, gemeinsame Ziele und Interessen in der Sicherheitspolitik zu definieren. Und Lukas Kulesa sagte da, es sei wichtig dafür, ob sich die Staaten der EU und auch die Mitglieder der NATO tatsächlich als ein Wir verstehen, also als ein Teil derselben Community. Wenn wir jetzt nach Afrika blicken und nach Partnerschaften dorthin, stellt sich diese Frage genauso. Die Europäische Union hat erkannt, dass sie, um den Frieden innerhalb Europas zu bewahren, auch einen Stabilitätsring um die EU braucht. In der östlichen Nachbarschaft ist dieser Anspruch eines Stabilitätsrings durch Russlands Destabilisierung des postsowjetischen Raums gescheitert. Aber wie sieht es in unserer südlichen Nachbarschaft aus? In Zeiten einer verschärften Systemkonkurrenz des Westens mit Russland und China ist der globale Süden ein umworbener Partner. Doch häufig werden dem Westen Doppelstandards vorgeworfen, gerade auch mit Blick auf die regelbasierte Ordnung, die er ja verteidigen will. Es stellt sich also die Frage, wie die EU Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann, um Alliierte zu gewinnen für multilaterale, völkerrechtsbasierte Zusammenarbeit und auch für Demokratie. Im Dezember 2022 hat sich Reinhard Bütikofer dazu geäußert und gefordert, dass sich die EU mehr im globalen Süden einsetzen muss, und zwar so, dass ihre Politik nicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Also das sind seine Worte. Insbesondere müssten wir uns gewärtig sein, und jetzt zitiere ich ihn direkt, dass alle diese Länder, alle diese Völker kämpfen, um ihre eigenen Perspektiven,
ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten, ihre eigene Rolle, ihre eigenen Interessen, ihren gebührenden Respekt. Deshalb, denke ich, muss es um Partnerschaft gehen, die beiderseitig hilft, im beiderseitigen Interesse ist. Wir richten jetzt unseren Blick auf den Sahel und auch auf Afrika und die EU insgesamt. Die EU und einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich versuchen im Sahel seit einem Jahrzehnt diese komplexe und fragile Region zu stabilisieren. Sie tun dies mit einem vernetzten Ansatz militärischer und ziviler Mittel. Und die Bilanz dieses Engagements in der Region ist freundlich gesagt gemischt. Denn glücken kann so ein Engagement, wie gesagt, nur, wenn es auf guten Kooperationsbeziehungen ruhen kann, mit klaren, konkreten gemeinsamen Zielen sehr unterschiedlicher Partner. Die Legitimität des europäischen Ansatzes, insbesondere des französischen Engagements in der Region, ist begrenzt und die Effektivität der Stabilisierungsprogramme gering. Trotz vieler guter Ansätze, etwa bei der Sicherheitssektorreform, der Demokratisierungshilfe oder der Rechtsstaatshilfe, kam es in den letzten Jahren, das wissen wir, in Niger, Burkina Faso und Mali zu Militärputschen. Und das wirft die Frage auf, ob ein sicherheitspolitisches Engagement Europas in der Sahelregion überhaupt gewünscht ist und unter welchen Umständen es hilfreich sein kann. Was sagen die lokalen Bevölkerungen dazu, was die afrikanischen Anrainerstaaten und die afrikanischen Sicherheitsinstitutionen wie ECOWAS? Angesichts des Scheiterns der Stabilisierungsmission im Sahel müssen wir uns fragen, was sollten zentrale Elemente einer neuen europäischen Strategie für Westafrika sein? Und was sollten die Prinzipien einer grünen Afrika-Strategie sein? Und können die EU und die Afrikanische Union in Fragen der globalen Ordnung und Sicherheit zusammenarbeiten? Können sie das? Oder sollten sie das bleiben lassen? Die Antworten sind wichtig für eine Politik, die Europas Glaubwürdigkeit im globalen Süden stärken kann. Das ist kein nice to have, sondern ein zentraler Baustein europäischer Beziehungen in der weiteren europäischen Nachbarschaft und auf multilateraler Ebene. Mit unserer neuen Unit zu menschlicher Sicherheit in Wien, Simon Ilse hat es gerade gesagt, wollen wir diese Entwicklung besser verstehen und auch zu einer Verbesserung von Dialog und Zusammenarbeit beitragen. Ich freue mich daher sehr, dass wir diese Fragen heute gemeinsam mit Experten und Expertinnen aus Afrika und Europa und auch mit Katja Keul aus dem Auswärtigen Amt erörtern können. Aber zunächst freue ich mich auf die einleitenden Worte aus afrikanischer Perspektive und würde das Wort gerne an Professor Tim Murithy vom Institut für Gerechtigkeit und Versöhnung in Südafrika übergeben. Und da ist er auch schon. Vielen Dank. Thank you very much. And I hope that you can hear me clearly. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören können. Ich sende Ihnen Grüße aus Südafrika, aus Kapstadt. Und lassen Sie mich anfangen, indem ich den KollegInnen bei der Heinrich-Böll-Stiftung danke, insbesondere auch Simon für diese Einladung, hier virtuell teilzunehmen an dieser Konferenz. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese Art von Dialog zu führen zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. In einer Welt von 8 Milliarden Menschen bekommt man manchmal den Eindruck, dass wir in unterschiedlichen Welten leben, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben für auftretende Probleme und eine Divergenz in den Meinungen und Auffassungen haben. Und daher ist es für uns sehr wichtig als Menschen, dass wir einfach weiter miteinander im Dialog bleiben und auf Plattformen wie diesen sprechen. Das heißt, ich werde jetzt meine Kommentare ganz kurz halten. Ich weiß, dass es ein sehr interessantes Panel geben wird zur Sahelzone, das danach kommt. Und ich möchte nur sagen, dass die Welt jetzt einen Krisenpunkt erreicht hat und das ist eigentlich noch eine Untertreibung, denn es gab natürlich viele Missverständnisse im Februar 2022 und viele Menschen waren enttäuscht, dass Afrika nach der russischen Invasion nicht einhellig die Meinung Europas angenommen hat. Und Europa hat sogar in Frage gestellt, ob Afrika wirklich ein Verbündeter sein kann, ob Afrika an einer regelbasierten Ordnung interessiert ist. Also es gab und ich denke, gibt immer noch ein mangelndes Verständnis oder ein Missverständnis in
Bezug auf die Gründe, warum einige afrikanische Länder sich entschieden haben, diesen nicht eingebundenen Ansatz in den internationalen Beziehungen einzunehmen. Und ich denke, auch in Israel, im Gazastreifen und bei dem Konflikt dort sieht man das wieder. Es gibt ein Urteil vom 26. Januar des Internationalen Gerichtshofes, der fordert, und es scheint, dass das System des Völkerrechts, des internationalen Strafrechts, dass da diese Bereiche jetzt das Urteil vom Internationalen Strafgerichtshof kritisieren. Also das Urteil vom ICJ wird kritisiert, insbesondere von Washington aus. Und dieser Fall war, oder dieses Argument ist natürlich kontraproduktiv. Und die Richterinnen und Richter haben eine Entscheidung getroffen, basierend auf Fakten vor Ort. Und das kann letztendlich ein Katalysator sein für das Schaffen von Frieden und auch ein Oslo 2.0 werden sozusagen. Aber ich glaube, dass der IGH und das Urteil ist ein Beispiel, an dem man sieht, dass es quasi einen blinden Fleck gibt zwischen den Freunden im globalen Norden, insbesondere mit Blick auf Israel. Da gibt es natürlich ein gewichtiges historisches Erbe, dem man sich stellen muss. Und der Angriff der Hamas am 7. Oktober war natürlich auch eine Verletzung des Völkerrechts. Und das hat natürlich zu der gegenwärtigen Situation geführt. Und das Gericht hat geurteilt, dass weitere genozidale Auswirkungen verhindert werden müssen. Und die westlichen Länder spielen natürlich auch eine wichtige Rolle dabei, Länder aufzufordern, zu verhindern, übermäßige Gewalt gegen Zivilisten einzusetzen. Und egal, ob das in der Ukraine passiert, im Gaza oder die Bombardierung der Houthis oder auch im Irak 2003, Libyen 2011 oder in Syrien 2011 und die Invasion, der Einmarsch in die Krim 2014. Und das bringt uns dann gleich auch noch zu der Invasion im Jahr 2022 in die Ukraine. Das heißt, ich denke, es wäre jetzt Untertreibung zu sagen, dass die Welt nur vor einer Krise steht. Wir stehen vor einem Tsunami übergroßer Krisen an einem globalen Wendepunkt, durch den einige alte Strukturen aufgebrochen werden, zerstört werden und etwas Neues entsteht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das System der globalen Sicherheit zusammengebrochen ist oder dabei ist, zusammenzubrechen. Und wir können den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als einen toten, lebenden Organismus bezeichnen. Also er scheint noch lebendig zu sein, aber wenn es darum geht, Frieden und Sicherheit auf dem Globus zu gewährleisten und zu erreichen, dann ist das einfach nur noch ein sterbendes Gremium. Und auch die Themen im Bereich Sahel, Sahelzone, Afrika, Sudan, Mosambik, Israel, Gaza, haben wir schon angesprochen, Russland, Ukraine, die Houthis, die Spannung zwischen Pakistan und Iran. All diese Probleme treten in einem Kontext auf, in dem die westlichen Länder historisch gesehen die afrikanischen führenden Politiker beschuldigt haben, sich gegen die regelbasierte Ordnung zu stellen und die Prinzipien der liberalen internationalen Ordnung. Aber die Wahrheit ist, dass es eine internationale regelbasierte Ordnung gibt, die vielen Ländern im globalen Süden nicht dienlich war, ihnen nicht geholfen hat. Sie wird häufig aus unserer Perspektive als Illusion betrachtet, die im Gegensatz zu dem steht, was die gemeinsame Währung sozusagen des Diskurses im globalen Norden ist, nämlich der Status quo wurde erhalten. Die westlichen Mächte, die Großmächte haben ihre Positionen der Dominanz aufrechterhalten gegenüber dem globalen Süden. Und das Beispiel wieder einmal ist der UN-Sicherheitsrat, wo China, Russland, Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten
einen übergroßen Einfluss haben gegenüber afrikanischen Nationen und letztendlich ihre Macht auch ausspielen und die afrikanischen Länder als jemanden behandeln, die einfach nur dabei stehen, an der Seitenlinie stehen. Und die afrikanischen Länder rufen immer wieder dazu auf, dass der Sicherheitsrat und das internationale System insgesamt auch die globale Finanzarchitektur, die Bretton Woods-Institutionen und die Weltbank, dass diese neu gestaltet, dass sie umstrukturiert werden, um zu mehr Gleichberechtigung zu führen. Und es gibt eine Chance beim Zukunftsgipfel. Das ist eine sehr wichtige Gelegenheit, Institutionen zu schaffen, mit denen wir den Multilateralismus in einer Art und Weise gestalten können, der gleichberechtigt und alle einschließend ist. Wenn der Westen will, dass Afrika die internationale Ordnung unterstützt und befürwortet, dann muss er natürlich auch dafür sorgen, dass die internationale Ordnung mehr als nur eine Idee ist, die es da draußen gibt. Und ich denke, der Einfluss der Großmächte hat quasi die Idee einer regelbasierten Ordnung unterlaufen und hat die Welt viel instabiler gemacht mit der Zeit. Und auf der einen Seite gibt es quasi Interventionen, auch illegale Interventionen. Es gibt auch Sanktionen durch das System der Vereinten Nationen. Und dann gibt es natürlich auch Maßnahmen, um humanitäre Krisen zu verhindern. Aber insgesamt gibt es immer viel mehr Fragen angesichts dessen, was wir sehen. Eine dysfunktionale internationale Ordnung stellt eine klare Gefahr für viele Entwicklungsländer dar. Nicht nur ist es so, dass dieses System die Mehrzahl der Weltbevölkerung von internationalen Entscheidungsfindungen ausschließt bei einer Reihe von Themen, sondern sie werden auch feindlicheren und mächtigeren Ländern überlassen, also diese Bevölkerungsgruppen. Also es ist wirklich ein Aufruf vom afrikanischen Kontinent, dass die internationale, dass die globale Ordnung umgestaltet wird, dass man nicht das UN-Baby mit dem Bade ausschüttet sozusagen, aber das bedeutet einfach, dass man sich den Multilateralismus neu denkt, neu vorstellt und die internationalen Institutionen umgestaltet, um ein effektiveres globales System der globalen Sicherheit zu schaffen. Und wir müssen über den sogenannten Pakt der Zukunft hinausgehen, der im September in ungefähr 8 Monaten von heute an bei den Vereinten Nationen verabschiedet werden wird. Die Vollversammlung bzw. die Gründer der Vereinten Nationen haben anerkannt, dass das Weltgremium nicht in der Lage ist, für immer zu überleben in der ursprünglichen Form. Und das heißt, dass eben auch eine Vorkehrung getroffen wurde, die Charta der Vereinten Nationen anzupassen, durch Artikel 109, insbesondere unter Artikel 3. Das heißt, per einfacher Mehrheit kann in der UN-Vollversammlung und mit Absegnung von 7 Mitgliedsländern des Sicherheitsrates etwas verändert werden. Und es kann nicht durch ein Veto von den 5 ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates aufgehalten werden. Also dieser Wandel und diese Veränderung wäre möglich. Also die afrikanischen Regierungen, möchte ich abschließend sagen, und auch die afrikanischen Gesellschaften suchen nach einem Bündnis, nach fortschrittlichen Ländern, progressiven Akteuren, mit denen sie zusammenarbeiten können, um eine Resolution in der Vollversammlung einzubringen, um die Charta der Vereinten Nationen anzupassen. Und dann wären wir in der Lage zu überlegen, wie wir nicht nur den Frieden und die Sicherheit und die entsprechenden Strukturen anpassen können oder auch gegen den Klimawandel vorgehen können, die Nahrungsmittelunsicherheit und Flüchtlingskrise umgehen können, die unvorhersagbare Kraft von künstlicher Intelligenz, wie wir damit umgehen. Also ich denke, das ist wirklich ein Argument, das wir immer wieder vorbringen müssen, denn eine Reihe von unseren Freunden im globalen Norden sind nicht überzeugt, dass das der notwendige Weg ist. Aber der globale Süden arbeitet bereits an einer Reihe von Vorschlägen. Und ich denke, das ist wirklich der Pfad, den wir beschreiten müssen. Und es gibt auch
ein Präzedenzfall für die Transformation, beispielsweise von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Europäischen Union. Also ich denke, wir sind jetzt in einer Phase, wo die Welt sehr stark miteinander vernetzt ist, verbunden ist, und wir müssen darüber nachdenken, welche Art von Institutionen mit den Herausforderungen, die Sie jetzt auch gleich besprechen werden, in diesem Panel umgehen kann. Und mit diesem Statement möchte ich Ihnen danken für die Gelegenheit, hier einige Gedanken mit Ihnen teilen zu können, und ich freue mich, zuzuhören und der Panel-Diskussion weiter zu verfolgen. Vielen herzlichen Dank, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Professor Moriti. Vielen Dank für diese klaren und interessanten Aussagen zur globalen Ordnung im Moment und wie sie überarbeitet werden kann. Ich glaube, das ist eine große Bereicherung für unsere Debatte hier gewesen. Ich hoffe, Sie können noch ein wenig bei uns bleiben. In der Debatte, wenn noch Fragen aufkommen, dann würden wir natürlich gerne auch die Fragen an Sie weitergeben können. Bitte bleiben Sie noch bei uns, und wir freuen uns auf die Debatte. Und ich möchte jetzt auf die Bühne bitten, die Panelistinnen. Und während Sie kommen, möchte ich eine kurze Umfrage starten. Ich gucke mal nach meiner Kollegin Milena und bitte sie, das aufzurufen. Ich stelle das Panel gleich vor. Hier ist der QR-Code dafür. Sie können wie heute Morgen zwei Optionen: entweder scannen Sie den QR-Code oder Sie machen es manuell. www.menti.com und geben den Code ein, und dann haben wir einige Fragen, die hier möglicherweise die Temperatur im Raum etwas beeinflussen können und die Debatte vielleicht etwas anheizen. Also, wir können loslegen. Die erste Frage ist: Hat die europäische Sahelpolitik in den letzten 10 Jahren versagt? Erste Frage, absolut ja. Sie muss neu ausgerichtet werden. Zwei, teilweise. Es gibt Elemente, die funktioniert haben, und welche, die nicht funktioniert haben. Und die dritte Antwort, nein, die Gründe für Probleme liegen außerhalb des europäischen Einflusses. Das hat aus europäischer Sicht alles gut funktioniert. Wir sind im Moment bei fast 50 Antworten. 29. Okay, I think we. Gut. Ich glaube, wir haben ein relativ stabiles Bild. Viele, ungefähr Hälfte, würde ich sagen. Die Hälfte sagt absolut ja, die andere sagt, naja, teilweise haben einige Elemente funktioniert und andere haben nicht funktioniert. Vielen Dank dafür. Wir können jetzt zur nächsten Frage kommen. Sollte die deutsche Bundeswehr weiterhin in der Sahelzone aktiv sein? Ja oder nein? Direkte Frage, direkte Antwort. Oh, looks like. Das sieht wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Image here. Can I actually, yeah, I should look there. Bild durchmischt sich gerade ein wenig. 54 Antworten insgesamt. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die online dabei sind. Sie sind auch herzlich eingeladen, teilzunehmen an der Umfrage. Gut. Ups, das war jetzt etwas schnell. Ich glaube, wir waren bei 31 Antworten. Etwas mehr Nein-Antworten. Die sagen, die Bundeswehr sollte sich zurückziehen. Das Letzte, wie sollte der Fokus der deutschen und europäischen Engagements in der Sahelzone sein? Das eine ist Security, Dschihadismus bekämpfen, Entwicklung, Kooperation und humanitäre Hilfe. Das Dritte, Klimawandel, Abfedern und Anpassung. Da sieht man, dass wir hier in einer grünen Stiftung sind bei den Antworten, und Stabilisierung ist die letzte mögliche Antwort. Stabilisierung, ich weiß, zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Stabilisierung, da sind die Grenzen etwas verschwommen. Man kann wahrscheinlich das eine auch in den Bereich des anderen sehen. Also
Wahlbeobachtungsmission beispielsweise kann es durchaus in beiden Bereichen, beiden Antworten gehen. Aber wir beantworten das einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Klimawandel führt hier, das sollte der Hauptfokus der deutschen und europäischen Engagements sein. Die anderen, das ist die Entwicklungszusammenarbeit. Vielen Dank. Ein sehr interessantes Bild als Aperitif sozusagen zu unseren Diskussionen. Und ich möchte jetzt das Panel vorstellen. Erstmal habe ich links Katja Keul neben mir. Vielen Dank, dass du hier bist. Staatsministerin im Auswärtigen Amt in Berlin. Lange Zeit Mitglied des Bundestages und Repräsentantin der Ministerin für Sahel. Und ganz links, welcome Chris in Berlin. Er ist gerade aus Abuja in Nigerien gekommen. Er ist Generaldirektor des Büros für strategische Bereitschaft und Resilienz im Büro des Vizepräsidenten von Nigeria in Abuja. Und herzlich willkommen in Berlin. Ich glaube, das ist einen Applaus wert. Vielen Dank. Und schließlich rechts von mir Lisa Tschörner, Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten, SWP der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und in Brüssel. Sie hat lange Zeit viel zum Niger veröffentlicht. Wir freuen uns, dass du hier auf dem Panel dabei sein kannst. Und ich möchte mit Frau Staatsministerin anfangen, Katja. Die Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, hat die folgende Aussage getroffen vor kurzem. Afrika wird ein Schlüsselpartner darin sein, die Welt zu bauen, in der wir leben möchten, sei es zum Klima, digital oder Handel. Sie aktualisieren gerade die Politikrichtlinien. Das BMZ hat seine Richtlinien bereits veröffentlicht. Wie würden diese neuen Guidelines und Strategien relevant sein für die Sahelzone? Nun, erstmal möchte ich mit der Aussage übereinstimmen, dass wir Partner in unseren Nachbarländern brauchen, denn wir werden die Probleme nur zusammen lösen können und nicht jeder allein. Es gibt also ein durchaus großes Interesse unsererseits an dem, was auf den Nachbarkontinenten los ist. Wir brauchen Länder, wir brauchen Regierungen, mit denen wir darüber sprechen können. Und wenn die Staaten versagen und Terroristen die Territorien übernehmen, dann ist es nicht nur schrecklich für die Menschen, die dort wohnen, sondern wir haben dann auch keine Partner, mit denen wir sprechen können. Und deswegen haben wir fraglos ein Interesse daran, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Und dann hat sich natürlich letztes Jahr viel geändert und deswegen müssen wir die Richtlinien anpassen. Das ist ganz klar. 2019 hatten wir die Pandemie, wir hatten Krieg aus Russland und wir haben Krieg im Nahen Osten und deswegen müssen wir natürlich uns etwas anpassen. Aber der Hauptfokus ist, dass wir mit unseren afrikanischen Partnern mit einer anderen Haltung umgehen möchten. Wir kommen jetzt nicht, um hier Hilfe auszuschütten, sondern wir brauchen Partner, wir brauchen strategische Partnerschaften. Und das ist der Kern und das ist ganz anders als das, was wir in den letzten 30 Jahren beobachten konnten. Die Suche nach Partnerschaften heißt natürlich auch, unsere eigenen Interessen darzulegen. Wir haben Interesse, unsere Partner haben Interessen und wir müssen uns auf Augenhöhe darüber austauschen. Ein Teil meiner Arbeit der letzten beiden Jahre war, präsent zu sein auf dem Kontinent und mit Regierungen zum Beispiel über verschiedene Sichtweisen zu sprechen, die wir zum Thema des russischen Krieges haben. Und dann eben, wenn man sich darüber austauscht, dann stellt man schon fest, dass man gewisse Gemeinsamkeiten hat. Und ich glaube, die haben wir alle noch in der regelbasierten Politik. Da werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir
im Dialog bleiben, ganz insbesondere, wenn wir hier nicht ganz übereinstimmen, sodass wir hier mit den Herausforderungen umgehen können, mit denen wir umgehen müssen, was nur zusammengehen wird. Vielen Dank, Katja. Und ich glaube, wir gucken hier in die Sahelzone und finden Partner dort, die mehr und mehr schwierig sind. Also die Staatsstreiche in den letzten Jahren, Mali, Burkina Faso, Niger vor kurzem und auch die Ankündigung der letzten Woche, dass aus diesen drei Ländern, dass sie den ECOWAS verlassen wollen, die regionale Zusammenarbeit dort, die Wirtschaftszusammenarbeit in Westafrika. Und ich möchte, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt mal das Wort an Chris geben. Was hat dich am meisten getroffen, als du diese Umfrage beobachtet hast? Was ist dir ins Auge gefallen? Ja, herzlichen Dank. Und ich möchte mich auch bei der Böll-Stiftung für die freundliche Einladung bedanken. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist mein erstes Mal in Berlin, eine wunderbare Stadt. Und dieser Dialog ist eine exzellente Gelegenheit, um in den Austausch zu kommen, der sehr dringend nötig ist, zu Kernthemen, denen wir gegenüberstehen, Europa, Afrika, besonders die Sahelzone und dann eben auch die Verbindung zum globalen Frieden und zur globalen Ordnung. Und als ich diese Umfrage gesehen habe, ist mir doch aufgefallen, dass es jetzt eine grüne Realisierung gibt, dass konventionelle Sicherheitsansätze nicht mehr ausreichen werden, um die Sahelzone zu stabilisieren. Und das ist für uns eine sehr wichtige Erkenntnis. Ich stehe einer Regierungsorganisation vor, die sich darum bemüht, Konflikt aus einer ganz anderen Sicht zu sehen, aus einer integrativen Sicht. Und wenn wir uns die Sahelzone angucken, dann sehen wir dort einen Ort, wo die Verletzlichkeit gestiegen ist. Und es sieht so aus, als wären es Sicherheitsprobleme. Aber das ist nur symptomatisch so. Es gibt tieferliegende Gründe der menschlichen Entwicklung, der Legitimität der Institutionen, der Regierungen. Es gibt tiefgreifende Herausforderungen, sich für junge Menschen Möglichkeiten wahrzunehmen. Klima ist natürlich ein Thema. Die Sahelzone ist eine der schwierigsten klimatischen Regionen der Welt. Und es gibt also hier einen Querschnitt zwischen diese ganzen Themen. Und wenn ich diesen Survey angucke, diese Umfrage, dann sehe ich die Erkenntnis, dass die Sicherheitsmaßnahmen in der Vergangenheit nicht ausreichend waren und nicht angemessen waren. Und es gibt hier einen Ansatz beider Seiten. Natürlich ist in der Sahelzone einiges an Enttäuschung, dass die grundlegende Sicherheit nicht besser geworden ist. Wenn man zurückgeht nach 2011, dann hat man die G5, wir hatten die Operation Barkhane. Und wenn man sich aber guckt, wie sich der Terrorismus in den letzten Jahren entwickelt hat, dann ist das mehr geworden. Am Anfang war Nordmali das Problem und 10 Jahre später haben wir Probleme in Nigeria, in Burkina Faso. Und das hat sich also ausgeweitet aus verschiedenen Gründen. Ich würde sagen, grundsätzlich ist es so, dass militärisches Eingreifen oder Sicherheitseingreifen diese Art von Probleme, die wir in der Sahelzone haben, nicht lösen können. Das Beste, was passieren kann, ist, dass sie einen Raum schaffen, um gründlicher der Sache nachzugehen.
Ganz ähnlich wie bei internationalen Konflikten. Wir erkennen, dass die militärische Option eigentlich nur den Weg für die diplomatischen Lösungen ebnen soll. Und militärische Interventionen schaffen einfach nur Wege, um eine tiefere Arbeit zu ermöglichen. Die europäische Sahel-Strategie nimmt zur Kenntnis, dass es Themen gibt, die nicht militärisch lösbar sind. Aber es gibt immer ein Argument, dass das praktisch keine Rolle gespielt hat, obwohl es natürlich eine zivile Komponente gibt. Aber in der Praxis hat die militärische Komponente das alles überschrieben und überrannt. Also das ist ein Problem, das nicht nur durch Militär zu lösen ist. Und wenn wir uns diese Umfrage angucken, dann freue ich mich, muss ich sagen, dass wir hier ein Konzept sehen, das entsteht, was einen integrativeren Ansatz nimmt, um eben damit umzugehen. Das wäre zumindest erstmal mein Eröffnungskommentar. Danke, Chris. Ich denke auch, das Bild war sehr ausgewogen. Vielleicht hat es auch mit einer gewissen Unsicherheit zu tun, was jetzt die besseren Ansätze tatsächlich sind. Wie kann das aussehen? Als Follow-up noch mal kurz, Ihr Büro, dem Sie vorstehen in Nigeria, ist Teil von ECOWAS gewesen, oder? Dass ECOWAS hier die Förderung gemacht hat. Und wir sind thematisch ja Kollegen, weil wir beide hier an menschlicher Sicherheit arbeiten. Meine Frage wäre ein bisschen, wie siehst du die Zukunft der Kooperation in der Sahelzone vor dem Hintergrund dieser neuen Situation? Und hast du gute Beispiele dazu, dass ein unterschiedlicher Ansatz hier bereits Früchte trägt und zu neuen Ergebnissen führen könnte? Nun, wir gucken uns die regionale Zusammenarbeit an. Das Potenzial ist enorm. Es ist riesig. Und wir haben hier eine Handelszone mit sehr, sehr großem Potenzial, wirklich den Lebensstandard für Millionen von Menschen anzuheben in Westafrika. Natürlich gucken wir uns an, was hier im letzten Wochenende in Niger, Burkina passiert ist. Unglückliche Entwicklungen. Und das ist natürlich Teil unserer Entwicklungsreise als Union. Ich glaube, dass, wenn wir ECOWAS anschauen, dann weltweit sehen wir wenige bessere Beispiele regionaler Kooperation als die EU selbst. Und wir gucken uns die Entwicklung der EU von dem Abkommen von Rom an, wo das angefangen hat. Und dann natürlich die treibenden Prinzipien dahinter der Gemeinschaft war ein Friedensmechanismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die wichtigen Länder, die historisch gegeneinander standen, in diesem gemeinsamen Interesse und Handelsinteresse zusammenbringen. Das ist genau die Zielsetzung von ECOWAS. Das ist also Teil der Evolution, der Reise, die wir machen. Wir glauben, dass Beratungen sofort aufgenommen werden, um zu sehen, wie wir die Union wieder einrichten können. Soweit die Sicherheit betroffen ist, ich muss sagen, das ist etwas, was relativ neu ist. Konzeptlich ist es natürlich nicht neu. Man geht in die 90er zurück. Man hat die UN-Erklärungen zu den Menschenrechten und Menschenschutzen. Und jetzt sehen wir aber konzertierte Bemühungen, um das nach vorne zu bringen. Beispielsweise ist im Nordosten meines Landes, da habe ich lange gearbeitet und wir haben dort lange Zeit Probleme gesehen. Und Teil meiner eigenen Lernkurve ist, und ich glaube, da spreche ich für viele Menschen in meiner Gemeinschaft, wenn man im Nordosten die
Hilfsorganisationen anguckt und die Entwicklung anguckt, dann sieht man hier eine Entwicklungskrise, die wir sehen, dass, dass alle aus ihrer Sicht Recht haben und gleichzeitig falsch liegen. Es ist alles zusammen, gleichzeitig. Und wir müssen natürlich die Schnittmengen dieser Themen verstehen, um dann unsere Lösungen daraus ableiten. Im Nordosten sehen wir also einen Bereich, wo nationale Regierungen als Partner zusammenkommen, um etwas zu verfolgen, was wir Nexus-Denken bezeichnen. Da geht es eigentlich eher um die Sicherheitsfragen. Ja, herzlichen Dank. Unsere eigenen Lösungen abzuleiten, das ist ein sehr interessanter Punkt. Und ich wende mich mal nach rechts. Ihr Teil, Lisa Tschirner, ist interessante Arbeit. Ich kann das nur jedem empfehlen und Ihren Podcast, den Sie dazu machen. Sie entwickeln Politikberatung für Deutschland und europäische Akteure. Sie haben in dem Land gelebt und wir haben zu den Politikrichtlinien gehört, die aktualisiert werden. Es gibt auch neue Richtlinien zur internationalen feministischen Außenpolitik, also viele Strategien, Guidelines. Wie würden Sie sagen, wie kann das zu einem integrierten Ansatz führen, der zu nationaler Sicherheit führt? Wie kann die Situation aussehen? Vielen herzlichen Dank für die Frage und auch vielen herzlichen Dank für die Einladung zunächst einmal zu diesem sehr interessanten und sehr wichtigen Panel. Also ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen besorgt, wenn ich mir die ganzen Strategien anschaue, auch wenn ich denke, dass es sehr wichtig ist, klare Strategien zu haben. Denn ohne eine klare Strategie ist es natürlich unmöglich, eine kohärente deutsche oder europäische Herangehensweise zu finden. Das wurde ja auch kritisiert und natürlich auch das Versagen der EU-Strategie in der Sahelzone. Also letztendlich gab es auch gar keine richtige Strategie. Also ich denke, dass das ein sehr wichtiger Schritt ist, dass man hier sehr klar ist in Bezug auf die Ziele und die Strategie, die Deutschland und Europa verfolgen möchten in der Sahelzone und wie sie eben also partnerschaftlich mit der Sahelzone interagieren wollen. Zunächst einmal möchte ich sagen, um ehrlich zu sein, dass ich nicht sehe, dass wirklich substanziell neu oder innovativ ist in diesem neuen Ansatz. Das wird ja auch als neuer integrierter Ansatz bezeichnet, aber das den dreifachen Nexus, den Triple Nexus, wie Chris schon gerade angesprochen hat, haben wir ja schon gesehen, wo man die Entwicklung und humanitäre und militärische Herangehensweise zusammenführt. Das war eben auch Teil der Stabilisierungsstrategie in der Sahelzone. Und das Publikum war da etwas gespalten, ob die Sahelstrategie der EU jetzt versagt hat oder nicht. In Brüssel ist es so, dass eigentlich jeder zustimmt, dass nach 10 Jahren des Engagements mit dieser Strategie sie als Fehlschlag beschrieben werden kann. Also es gab auch vor 2 Wochen im Parlament eine Debatte, wo eigentlich jeder zugestimmt hat, dass diese Strategie versagt hat. Also ich bin ein bisschen besorgt, wenn wir das jetzt als neue integrative Herangehensweise bezeichnen und schauen, wie das Ganze betrachtet wird. Und man sagt jetzt wieder, wir müssen stärken, wir müssen aufbauen. Also ich sehe noch nicht wirklich, dass es hier eine substanzielle Veränderung gibt mit Blick auf dieses Versagen der Strategie. Auf Papier wollten wir natürlich die ganzen Mechanismen miteinander verbinden, aber Chris hat das ja gerade besprochen oder beschrieben. Es gab viele Sicherheitsmaßnahmen, aber nicht so viel von dem menschlichen Sicherheitsansatz. Natürlich gab es auch ein bisschen Entwicklungshilfe und natürlich auch humanitäre Intervention, ja, aber irgendwie hat das nicht wirklich gut zusammen funktioniert. Es gab keine Kooperation, es gab keine Integration dieser Maßnahmen. Und ich denke, das ist wirklich die größte Herausforderung, die weiterhin besteht. Ein weiteres Problem, das ich sehe, ist, die Strategien klingen natürlich schön auf dem Papier. Aber sie verfolgen Ziele, die im Widerspruch miteinander stehen. Und das wird nicht wirklich identifiziert. Also um so eine Strategie in die Praxis umzusetzen, muss man da auch ganz klar darüber sprechen und auch transparent sein.
um nicht Glaubwürdigkeit zu verlieren gegenüber den afrikanischen Partnern. Wenn wir beispielsweise sagen, dass wir den Terrorismus bekämpfen wollen, dann ist es erforderlich, dass wir mit den Armeen, mit dem Militärsektor in zunehmend autoritären Kontexten zusammenarbeiten, mit hochmaskulinen Entitäten sozusagen. Und da wollen wir jetzt eine feministische Außenpolitik verfolgen und die Demokratie fördern. Also es gibt hier wirklich Ziele, die im Widerspruch miteinander stehen. Und ich denke, da muss man klar sein, was die Prioritäten angeht und auch wie diese unterschiedlichen Ziele letztendlich zusammengebracht werden können und auch zusammen umgesetzt werden können, ohne dass sie im Widerspruch zueinander stehen und ohne Glaubwürdigkeit einzubüßen, indem wir dann Doppelstandards einführen, die häufig von afrikanischen Partnern zu Recht kritisiert werden in der europäischen Politik. Gut, also ich denke, dass wir einfach klarer sein müssen in Bezug auf die Prioritäten. Und ich denke, was darüber hinaus auch sehr wichtig ist, ist, dass die deutschen und europäischen PolitikerInnen jetzt anfangen, stärker mit afrikanischen Partnern in Kontakt zu treten, zu interagieren. Also es muss hier wirklich ein Verständnis entwickelt werden, wo die Bedarfe sind, und auch örtliche Ideen, lokale Ideen, die es bereits gibt, müssen eingebunden werden, bevor man jetzt selbst mit fertigen Programmen dort ankommt, die von westlichen ExpertInnen erdacht werden und die häufig aber die lokalen Kontexte und die lokale Situation nicht verstehen. Also aus ganz praktischer Sicht, was könnte das jetzt bedeuten, dass man über diese reine militärische oder sicherheitspolitische Herangehensweise hinausgeht? Das wäre meines Erachtens zunächst einmal, dass man nicht nur die operative Kapazität der nationalen Armee aufbaut, sondern eben auch Mechanismen der demokratischen Kontrolle stärkt. Das heißt, dass man nicht nur Armeen aufbaut, die dann am Ende letztendlich demokratische Regierungen über Bord werfen. Wir brauchen hier wirklich eine andere Herangehensweise. Aber das sollte ebenfalls bedeuten, dass wir auch das Problem der Unsicherheit nicht nur aus Sicht der Terrorismusbekämpfung betrachten. Das ist eine häufige Fehlinterpretation der Probleme, vor denen wir stehen. Die Menschen in Europa betrachten Terrorismus als größte Bedrohung. Aber was ist Terrorismus in der Sahelzone eigentlich? Natürlich gibt es dort internationale Terrorismusnetzwerke wie Al-Qaida oder den IS. Aber diese Organisationen sind natürlich nur erfolgreich, weil sie lokal rekrutieren können. Das heißt, wir müssen verstehen, warum die Menschen diesen Gruppen beitreten, warum diese Gruppen quasi mehr zu bieten haben als das, was die Staaten, die Regierungen zu bieten haben. Wir müssen also besser verstehen, wer diese gewalttätigen Akteure sind und ihre politischen Forderungen ernst nehmen, um dann selber die richtige Herangehensweise zu finden für diese Probleme. Vielen herzlichen Dank. Katja, ich möchte noch mal Sie fragen, sehen Sie gegenwärtig Raum für neue Ansätze? Gibt es gegenwärtig die Möglichkeit zu sagen, okay, bisherige Ansätze haben versagt, nicht nur deutsche Ansätze, sondern auch vielleicht der französische oder insgesamt der europäische Ansatz. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns neu ausrichten. Oder ist das alles so überwältigend und passiert alles so schnell in der Sahelzone, dass es quasi nicht wirklich Raum gibt für neue Ansätze und dass man einfach nur quasi reagiert auf die Krisen? Naja, ich stimme auf jeden Fall dem zu, was gesagt wurde. Also es ist ja nicht nur der Anfang, sondern die vergangenen zwei Jahre. In den vergangenen zwei Jahren haben wir einen neuen Ansatz entwickelt. Denn wir haben natürlich erkannt, dass es eine militärische Lösung, und das wussten wir von Anfang an, dass es die nicht geben kann. Das reicht einfach natürlich nicht. Also das war ja ohnehin nur ein Teil des Ganzen. Und hat dieser Ansatz versagt? Naja, es ist schwierig, über die Sahelzone zu sprechen. Also ich würde sagen, es gibt eine ganz andere Situation in Mali, eine andere Situation in Niger und in Burkina Faso. Dann haben wir noch die Kooperation mit Mauretanien. Also wir konzentrieren uns jetzt auf die stabilen Länder und unterstützen diese stärker. Und dann jetzt zur Frage der Bundeswehr. Also ich war jetzt auch ein bisschen überrascht, weil es ist ja nicht an uns zu entscheiden, ob die Bundeswehr weiterhin in der Sahelzone ist oder nicht. Also keine Frage, dass das Militär jetzt aus Mali, aus Niger
und rausgeschmissen wurde. Und in Burkina Faso, da gibt es gar keine Frage, dass die Bundeswehr in eines dieser Länder gehen soll, denn die Sicherheitskooperation wurde ja beendet. Aber auch davor gab es schon eine neue Herangehensweise, die entwickelt wurde mit Niger beispielsweise. Da haben wir etwas ganz anderes versucht als das, was in Mali versucht wurde, insbesondere auch mit der EU-Trainingsmission. Und wir, also die EU-Trainingsmission, wenn diese dann zu einem Staatsstreich führt, dann haben wir, sehen wir natürlich, dass etwas nicht funktioniert. Bei Niger war das von Anfang an eigentlich recht erfolgreich. Also der Ansatz in Niger war sehr erfolgreich. Es war weniger personalintensiv, aber also die Mission in Niger bezog sich auf die Polizei, aber auch das Militär. Es war aber insgesamt viel kleiner und es ging mehr darum, was die Partner benötigen. Und es gab mobile Einheiten, die bei den, also geholfen haben, den Sicherheitskräften die Grenze zu sichern und das zu unterstützen, was die Regierung selber bereits begonnen hatte. Das heißt, das war eine ganz andere Herangehensweise gegenüber Mali. Und in Niger war das eben auch erfolgreich. Also es war anders. Es war, gab keine Frustration wie in Mali, die dann zu einem Staatsstreich geführt hat oder so. Also es ist natürlich immer noch nicht ganz klar für uns, was da wirklich passiert ist. Aber es ist in Niger wirklich ganz anders, die Situation. Und im vergangenen Jahr haben wir bereits angefangen, die Küstenstaaten, die Probleme mit dem Spillover-Effekt haben in ihren Grenzgebieten, insbesondere dem Spillover von Terroristen, die von Burkina nach Ghana und Benin rüberkommen und Togo. Da haben wir ein Stabilisierungsinstrument entwickelt, zusammen mit unseren amerikanischen Partnern, und haben die Küstenstaaten gebeten, uns zu sagen, was benötigt ihr? Also wie seht ihr die Situation in euren Grenzregionen und wie können wir euch unterstützen? Also das ist das, was wir gegenwärtig tun. Und da geht es hauptsächlich nicht in erster Linie um die Sicherheit, sondern oder Sicherheitskräfte, sondern um die Präsenz der Regierungen, des Staates. Das ist nämlich eines der Hauptprobleme, dass der Staat, dass die Regierung dort nicht präsent ist in diesen Gegenden, weil sie einfach nicht die entsprechende Infrastruktur haben, sodass dann letztendlich die Terroristen leicht das Spiel haben und eben leichten Zugang zu der örtlichen Bevölkerung haben. Also das ist quasi eine Zusammenarbeit, wo die örtliche Bevölkerung sehr stark eingebunden wird, wo sie sagen können, okay, wir brauchen dies, zum Beispiel eine Polizeiwache oder wir brauchen das, eine Schule beispielsweise. Wir brauchen einfach die Präsenz, damit die Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl bekommt. Und das ist es, was wir gegenwärtig dort unterstützen. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Als Antwort zu der Frage möchte ich sagen, dass diese Art der Stabilisierungspartnerschaft, dass wir Regierungen helfen, präsent zu sein vor Ort und den Staaten Präsenz zu zeigen und mehr Sicherheitsgefühl für die Bevölkerung vor Ort geben, das ist ein vielversprechenderer Ansatz gegen die Terroristen als der militärische Ansatz. Manchmal braucht man natürlich das Militär, ganz ohne Frage. Im Januar 2013 beispielsweise, da war das ganz klar. Und ich habe das auch unterstützt und die Grüne Partei hat das unterstützt. Also es war ganz klar, dass wir in dieser Situation eine französische Militärintervention hatten, die quasi die Existenz des malischen Staates garantiert haben. Also ohne diese Militärintervention hätte es keinen Staat Mali mehr gegeben, weil die Terroristen Bamako eingenommen hätten. Also es gab eben tatsächlich diese Notwendigkeit eines militärischen Elementes. Aber natürlich ist das nicht die Lösung. Es ist einfach nur der Anfang, nicht das Ende. Und jetzt können wir allerdings analysieren, was wir anders hätten machen können. Insbesondere natürlich auch die Achtung der Souveränität eines Landes. Das ist etwas, was wir gelernt haben. Das ist sehr, sehr wichtig für diese Länder. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht eingebunden werden, dass sie nicht befragt werden zu den Themen, dass einfach eine UN-Mission entsandt wird, ohne dass ihre eigenen Interessen berücksichtigt werden, dann gibt es natürlich auch eine Ablehnung gegen diese Einsätze. Also kurz gesagt, es gibt bereits viel, was sich verändert hat in der Herangehensweise. Und ich stimme auch zu, dass es jetzt nicht darum geht, hier einfach ganz viele Strategien auf Papier zu schreiben. Wir brauchen wirklich einen pragmatischen Ansatz. Wir müssen uns wirklich von Tag zu Tag anschauen, was passiert in Niger, wie gehen wir damit um. Manchmal habe ich das Gefühl mit unseren französischen Partnern, dass sie
sagen, okay, die sind nicht dankbar, wir haben ihnen doch geholfen und jetzt wollen sie aber zusammenarbeiten. Aber in Paris gibt es dennoch auch viele Diskussionen darüber, was wirklich passiert ist. Also es ist wirklich eine traumatische Erfahrung aus Sicht der Franzosen gewesen. Und das hilft natürlich nicht, jetzt zu sagen, na, wir sprechen jetzt nicht mehr mit euch. Wir müssen wirklich einen pragmatischen Ansatz finden und das müssen wir auch gemeinsam mit unseren französischen Partnern und dann auch natürlich einen europäischen Ansatz finden. Vielen herzlichen Dank. Also das ist sicherlich auch ein interessantes Thema für ein weiteres Panel, ein französisch-deutsches Gespräch zu dem Thema. Und nur eine kleine Anschlussfrage. Wir haben das ja in den einführenden Worten von Professor Borisi gehört. Wie oft hören Sie, dass es ein Glaubwürdigkeitsproblem gibt, wenn Sie in die Sahelzone reisen oder in afrikanische Länder reisen? Also die Frage der Doppelstandards, was antworten Sie darauf? Wie oft gibt das? Das ist nicht nur in der Sahelzone, sondern auf dem ganzen Kontinent. Und das ist auch unterschiedlich. Manchmal geht es um die Frage des Respekts der Grenzen und der russischen Aggression. Da haben wir auch viele Partner, die da an unserer Seite stehen und in der Versammlung mit uns zusammenarbeiten. Und dann müssen wir uns austauschen, wenn es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Für mich ist es auch immer ein Lernprozess gewesen, dass wir oftmals erkennen wir nicht, wie die Geschichte ist, der Freiheitsbewegung, die Geschichte mit der Sowjetunion, wie präsent das noch in den verschiedenen Gesellschaften ist. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn wir dazu kommen, dann finden wir eigentlich immer eine gemeinsame Basis. Und das gilt für alle afrikanischen Länder. Sie haben eins gemeinsam, das ist mit der Unabhängigkeit, haben sie sich entschieden, die Grenzen zu akzeptieren, wie sie sind und sie nicht zu ändern. Das ist die Erkenntnis gewesen, dass sie, wenn sie anfangen, über Grenzen zu streiten, dann führt das in die Katastrophe. Also ist das gemeinsame Anerkennen der Grenzen eine Grundlage, auf der wir aufsetzen können. Und wir haben natürlich gehört, die UN funktioniert nicht mehr. Ich würde immer sagen, natürlich eine Konferenz und das neue Denken ist sicherlich gut, aber das birgt auch eine Gefahr. Denn wir haben diesen Konsens und der ist sehr, sehr wertvoll. Der Konsens, der aus 1945 stammt und viele Millionen Tote gebraucht hat, um zu entstehen in der Art und Weise, wie er in der UN-Charta hinterlegt ist. Wir sollten also sehr, sehr vorsichtig sein, das nicht zu verlieren, obwohl es jetzt vielleicht schwach ist und in Frage gestellt werden kann. Aber es ist die einzige UN-Charta, die wir haben. Wenn wir die verlieren, dann kriegen wir keine neue. Also, ich wäre da etwas vorsichtig, das vom Tisch zu wischen und zu sagen, wir können das alles neu machen. Es birgt die Gefahr, dass wir hier den gemeinsamen Boden verlieren und den würde ich sehr, sehr gerne schützen wollen. Okay, danke, danke. Ja. Chris, bevor wir die Fragen an das Publikum, bevor wir dem Publikum Fragen erlauben, wie klingt das in Ihren Augen, in Ihren Ohren? Was würden Sie sich wünschen? Was wäre ein Rat, um die deutsche oder europäische Politik neu zu bewerten? Ich denke, es muss viel ehrliche Reflexion geben zu den Dingen, die in den letzten 10, 20 Jahren passiert sind. Da ist viel Geschichte und diese Geschichte geht gerne mal verloren. Ich möchte Ihnen da zum Beispiel geben, wenn wir uns auf die Sahel gucken. Das war immer schon ein schwieriger Ort. Aber die größte destabilisierende Event kürzlich war die Destabilisierung von Libyen. Das hat die gesamte Region destabilisiert. Die NATO hat eine Intervention umgesetzt, um Mandate zu schützen.
Und diese Intervention hat dazu geführt, dass das Chaos gefolgt ist. Und für dieses Chaos gab es keinen Plan. Und deswegen ist das Land zusammengebrochen und existiert nicht mehr als kohärente Einheit. Es gibt kein Libyen mehr jetzt. Und auch wegen dieser Invasion einiger europäischer Nationen ist es zu einer aktiven Zusammenarbeit mit Dschihadisten, Aktivisten zusammengekommen. Und Niger steht dem gegenüber. Das ist ja an der Nordgrenze und es wäre eine Katastrophe, wenn das überschwappen würde. Darüber sprechen wir aber nicht genug. Wir hören immer hier, dass Terrorismus aus der Sahelzone kommt. Nein, das stimmt nicht. Das war schon immer ein schwieriges Pflaster mit einem Ökosystem, was aber empfindlich gestört worden ist durch diese Invasion. Und was es wirklich braucht, ist eine tatsächliche Hinterfragung der postkolonialen Aufsicht und Wachsamkeit, wo geguckt werden muss, wo das hingeht, unabhängig von der Auswirkung. Und jede Konsequenz danach hat natürlich Probleme. Das Zweite ist, wenn wir uns diesen globalen Terrorismus angucken, von dem Lisa gesprochen hat, dann ist der globale Krieg gegen Terrorismus, da sind strategische Fehler gemacht worden. Und ich glaube, manchmal erinnert uns das ein bisschen an den Kalten Krieg, wo wir uns die Welt durch eine bipolare Brille angeguckt haben. Und jeder, der nicht mit uns übereinstimmte, war Kommunist. Es war völlig egal, was die Leute gemacht haben. Sie wurden als Kommunisten klassifiziert und das waren die Bösen. Und in der Zeit des globalen Krieges gegen Terror benutzen wir sehr schnell das dafür. Wir nennen alle Dschihadisten und so weiter, egal was die tun. Und da betiteln wir Regierungen und Regierungen betiteln, die nutzen das als Titel. Und nur gegen Leute vorzugehen, die nicht ihrer Meinung sind. Und das führt zu einer kritischen Situation für die Demokratie. Es geht ja nicht nur um doppelte Standards. Okay, so nennen wir das. Aber wir sagen beispielsweise, wenn wir Präsident Macron nehmen, und ich habe seine Rede vom letzten Jahr angehört, und er spricht über das Fehlen von Governance, von Regeln in bestimmten Orten. Das stimmt, aber die afrikanischen Nationen, einschließlich der neuen Länder, die gerade von Militärregierungen übernommen worden sind, die gucken sich mal an, welche Beziehung Frankreich in den Tschad hat und wie kann man da ein Problem haben mit Militärregierungen. Hat man nicht. Also es ist schon sehr schwierig für eine afrikanische Regierung zu akzeptieren, dass sie sagen, okay, sie haben ein Problem mit Militärregierung, außer wenn es in Ägypten ist oder im Tschad. Und in Orten, wo westliche Regierungen aktiv mitgemacht haben oder kollaboriert haben oder Subversionen das Unterlaufen von demokratischen Regierungen unterstützt haben. Das heißt, die Beziehungen brauchen ein gewisses Maß an Ehrlichkeit. Die Afrikaner sind entwickelt genug, um zu erkennen, dass es natürlich einen gewissen Pragmatismus in den Beziehungen geben muss. Wenn das der Fall ist, okay, dann sollten wir aber vielleicht einfach aufhören zu sagen, dass wir eine allgemeine Unterstützung der Demokratie haben. Das ist historisch einfach falsch. Und wir gucken uns die Situation aus realistischerer Perspektive an. Was aber sehr irritierend ist für viele Menschen, ist, dass wenn wir erklären, und die Demokratie fördern und genau das Gegenteil tun, das schafft Probleme. Probleme selbst für demokratische Bewegungen auf dem Kontinent. Denn die werden nicht ernst genommen dadurch. Denn ihre Offenheit, ihre Gegner würden sagen, tut uns leid. Niemand glaubt euch, noch nicht mal eure eigenen Freunde glauben euch. Das ist also ein Punkt. Ich glaube, insgesamt würde ich auch eine Situation befürworten, in der sich die Unterhaltung ausweitet, jenseits
der Themen. Also beispielsweise auch Migration. Wenn wir uns Libyen angucken und den Kollaps, als es kollabiert ist, in der Nachwirkung ist eins klar geworden. Wir haben westliche Nationen gesehen, die sofort die Grenzen gesichert haben. Denn es war sofort klar, dass das Land kollabiert ist, aber die Grenzen geschützt werden müssen. Und das hat sofort zu Elementen geführt, die diese Grenzen schützen, die aber keine Macht haben durften, sollten. Und damit wird die Politik sehr eingeengt auf Migration. Wir haben nicht so sehr, wir haben uns angeguckt, was in den Grenzenregionen von Niger passiert, aber nicht das, was im Hinterland passiert. Und ich glaube, wir müssen die Unterhaltung darauf ausdehnen. Und da geht es nicht nur um Migration. Die Zukunft von Europa und Afrika sind miteinander verbunden. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Und Trans-Sahara hat Potenzial für Europa. Und es gibt da noch weitere Dinge, über die wir reden können, wenn wir die Agenda entsprechend ausweiten. Also der Rückzug von Europa macht die afrikanischen Positionen interessanter. Und das heißt, dass es geht um diese Diskussion, wie dann eben die Afrikaner nach Europa schwemmen. Und das ist ein Aspekt, der die Diskussion bereichern kann. Und das Nächste, wenn wir an Demokratie denken, dann haben wir in der Post-Kaltenkriegs-Ära, als die Freude groß war über den Triumph des Westen, den Triumph der freien Demokratien, haben wir einige konzeptuelle Fehler gemacht in Afrika. Um es einfach zu sagen, wir haben Demokratie als Ziel definiert und nicht als Reise. Und ich glaube, wir sollten über Demokratisierung sprechen, weil Demokratisierung offensichtlich in graduellen Entwicklungsschritten passiert. Natürlich, wir müssen die Geschichte von Europa hier nicht aufrollen, aber wenn man sich anguckt, wie sich die liberale Demokratie im Westen entwickelt hat, das hat gedauert. Das ging graduell. Das ist Evolution, politische Evolution, die wir hier gesehen haben. Und möglicherweise sollten wir auch unter diesem Perspekt den afrikanischen Kontinent angucken. Andere Kontinente, andere Bereiche sicherlich auch. Und diese neuen Militärregime, ich stimme sicherlich nicht dazu, glaube nicht, dass wir hier eine Art Demokratisierung sehen. Nicht. Das heißt ja, dass man mit rechtlichen Demokratien zu tun hatte, die plötzlich zu totalitären Systemen gewesen sind. Nein, das ist ein Kampf um die Demokratisierung. Und das hat viel mehr als Wahlen dazu. Die werden wahrscheinlich sowieso nicht echt sein. Und was man eben da hat, ist nicht so sehr ein Problem gewählter Regierungen gegenüber Militärregierungen, sondern man hat hier den Wettbewerb zwei Arten von Autoritäten. Also eine gewählte Autorität und eine nicht gewählte. Und das muss sich in unseren Überlegungen widerspiegeln und in unseren Analysen. Vielen Dank. Vielen Dank nicht nur für die Auflösung des Enigmas der Glaubwürdigkeiten und der Doppelstandards, sondern eben auch interessante Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch gleich hier bei den Zuschauerinnen für die Geduld und möchte Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich, stellen Sie sich kurz vor und bitte richten Sie Ihre Fragen oder den kurzen Kommentar an eine der Panelistinnen. Wenn Sie vielleicht auch Fragen für Professor Morifi haben, der ist nicht mehr bei uns. Okay, gut. Ja, hier.
Thank you very much, Marie Kirchner. Vielen Dank, Marie Kirchner. Ich weiß nicht, für wen ich hier stehe. Ich bin Doktorandin an der Universität in Graz. Und ich freue mich, dass wir hier am Ende des Tages diese Kurve gekriegt haben, dass wir über Sicherheit sprechen, dass wir über Möglichkeiten sprechen, wie wir nicht auf Krieg und Konflikt reagieren, sondern wie wir Möglichkeiten finden, um auf Frieden zuzuarbeiten und auf Demokratisierung zuzuarbeiten. Und ich habe, glaube ich, keine wirkliche Frage, aber viele Gedanken, die ich erstmal durcharbeiten muss. Aber vielleicht einen Kommentar, den Sie aufgreifen können. Ich habe mir gerade notiert, die Idee zum Thema Demokratie, die nicht ein Ziel ist, sondern ein Prozess. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr zutrifft für die Region, in der wir hier gerade sind, in Europa. Etwas, da habe ich früher schon drüber nachgedacht während des Tages, in Bezug auf die Ukraine, wo wir jetzt über Abschreckung sprechen und Waffen und Militarisierung. Und ich habe den Eindruck, was hierbei verloren geht in dieser Diskussion, ist, wie wir über Demokratie denken, wie wir aufhören, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen Militarisierung auf Demokratie hat. Und wir zurückschrecken und denken, vielleicht ist unsere Demokratie in Gefahr durch diese Militarisierung. Und deswegen bedanke ich mich dafür, dass Sie diesen Blickwinkel noch mal eingebracht haben. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier keine ordentliche Frage stellen kann. Aber wenn das etwas ist, was Sie vielleicht noch etwas ausführen würden, dann würde mich das freuen. Yes, here. Hier vorne sind noch ein paar Fragen. Vielen Dank, Dominikus Vogel, Soziologe. Ich arbeite für ein soziologisches Forschungsinstitut. Meine Frage geht an Chris, aber vielleicht auch an die anderen Panelistinnen. Sie haben gesagt, die evolutionäre Reise, die als Beispiel die Afrikanische Union zeigt, wie die sich aufbauen kann. Meine Frage ist also, was glauben Sie, was können Sie kopieren, was können Sie annehmen, aber was würden Sie auch anders machen, so dass die EU ihrerseits wieder daraus was lernen kann, ehe die EU tatsächlich zu vereinigen? Das ist uns ja bislang noch nicht gelungen. Thank you very much. Vielen Dank. Eine Frage direkt an Katja. Sie haben die Politik der EU erwähnt als etwas, was zwischen Frankreich und Deutschland ausgemacht wird. Ich weiß, das ist natürlich etwas kurz gesagt, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, dass wir eine deutsch-französische Unterhaltung führen sollten dazu. Und da möchte ich natürlich noch mal die Möglichkeit geben, das etwas auszuführen, was die anderen EU-Mitglieder und Institutionen hier tun können und wie sie sich in dieser Politik beteiligen können. Insbesondere nicht Sahel, aber die anderen Regionen. Ungarn scheint ja hier auch seine eigene Tschad-Politik zu haben. Vielleicht können Sie das noch etwas ausführen. Das stimmt, das war ein sehr interessanter Abteil, interessantes Kapitel der ungarischen Außenpolitik. Gibt es noch Fragen hier drüben vielleicht? Christoph Hansen, German Academic Exchange Service, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Als ich Direktor des afrikanischen Büros war, habe ich ein sehr interessantes Modell des Friedens in Norduganda gesehen. Zentral war die Gulu-Universität. Was würden Sie sagen, welche Rolle könnten Universitäten in der Friedensschaffung schaffen, und dabei zu beitragen, andere Akteure mit einzubringen? Also Frieden von Afrikanern für Afrikaner und nicht durch Europäer. Vielen Dank, Katja. Möchtest du anfangen? Gut, ich gebe mein Bestes. Sie ging jetzt auch um Deutschland und Frankreich.
Ja, ich stimme natürlich zu, dass die Vision von Demokratie ist ein Prozess. Und das hat auch insbesondere mit Mali und Bamako, war das eine Debatte, ob wir jetzt pragmatisch sind oder nicht. Also als ich nach Bamako gereist bin und dort mit der Zivilgesellschaft gesprochen habe, konnte ich wirklich spüren, dass es jetzt nicht um die Wahlen ging. Sie haben gesagt, naja, wir sind demokratisch, wir wollten ja auch die Demokratie, aber im Moment sind die Wahlen für uns nicht das Wichtigste. Wir müssen jetzt einfach unseren Weg gehen. Und das ist auch der Punkt, wo wir das Ganze verstanden haben und gesagt haben, okay, wenn jetzt nicht die Wahlen an dem Tag macht, werden wir nicht sagen, dass wir dann einfach verschwinden aus dem Land, weil bei Demokratie geht es ja nicht einfach nur um eine bestimmte Wahl. Und das ist natürlich auch ein guter Grund, eben pragmatisch zu sein gegenüber diesen Regimen. Natürlich hängt es immer davon ab, also nicht alle Regime sind gleich, aber das meine ich eben damit, wenn ich sage, wir brauchen einen pragmatischen Ansatz und wir versuchen ja wirklich unser Bestes. Manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Und gegenwärtig ist es so, dass wir mit diesen drei Ländern natürlich noch im Gespräch sind. Und es gibt aber natürlich einen harten Cut bei der Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Sicherheit. Da gibt es einfach derzeit keine gemeinsame Basis. Hoffentlich werden wir aber irgendwann wieder Kooperation und Zusammenarbeit in dem Bereich haben. Jetzt zum Thema Deutschland-Frankreich. Natürlich geht es jetzt nicht nur um Frankreich und Deutschland. Und es ist auch nicht nur der Fehler der Franzosen sozusagen. Also die Franzosen erkennen aber jetzt vielleicht, dass sie bestimmte Ansätze anpassen müssen, um das jetzt diplomatisch auszudrücken. Auch aus Sicht der deutschen Regierung war das natürlich in der Vergangenheit einfach zu sagen, okay, Sahelzone, das sind die Franzosen, das ist ihre Strategie, wir machen einfach das mit, was immer sie sagen oder akzeptieren das und bringen uns da nicht so sehr ein. Also ich denke, da gibt es eben zwei Teile. Wir müssen einerseits erkennen, dass wenn wir erfolgreich sein wollen, dann können wir das nur gemeinsam tun. Und als deutsche Regierung müssen wir uns natürlich auch stärker in diesen strategischen Prozess einbringen und können jetzt nicht unsere französischen Nachbarn alleine lassen. Und das gilt natürlich auch für die übrige EU. Also ich denke, das ist etwas, was sich gegenwärtig gerade enorm verändert. Also es sind ja auch nicht nur die Deutschen, die die Franzosen alleine gelassen haben, sondern auch andere europäische Partner. Es ist also unsere Pflicht, jetzt einfach wieder zusammenzufinden und zu schauen, wie wir das gemeinsam tun können. Und natürlich, wie gesagt, wir sehen, dass gegenwärtig viele Dinge sich ändern, auch Paris ändert sich. Und ja, wir versuchen einfach, wir reisen, wir treffen uns, wir gehen auch nach Paris und sagen, okay, lasst uns das zusammen machen. Irgendwie hat das nicht funktioniert, aber natürlich könnten das auch alle anderen Länder machen. Also was wir in Bamako gesehen haben, war, das Regime hat jetzt versucht, uns die ganze Zeit zu sagen, oh, wir haben überhaupt kein Problem mit Deutschland, ihr macht gute Arbeit, das sind einfach die Franzosen, das sind die Bösen, ihr seid aber die Guten in Deutschland. Und wir haben gesagt, nein, 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 also so funktioniert das nicht. Wir sind eine Familie. Und wir sprechen auch innerhalb der Familie. Für sie muss klar sein, dass sie entweder mit uns allen zu tun haben oder mit niemandem. Also wir lassen uns nicht spalten. Aber es gibt natürlich keine Geheimnisse hier. Wir müssen also wirklich eine gemeinsame Basis finden. Jetzt zur Sicherheit durch Europäer für Afrika oder AfrikanerInnen. Natürlich ist das ganz klar, dass das nicht funktioniert. Was wir jetzt gesehen haben und verstanden haben, ist, dass wir den Frieden und die Sicherheit oder Stabilität unterstützen wollen. Und das ergibt mehr Sinn, als das bilateral zu machen. Also wir wollen uns mehr auf die regionalen Organisationen konzentrieren, weil das sind die Stabilitätsakteure wie ECOWAS beispielsweise, SADC oder die Ostafrikanische Gemeinschaft. Das entspricht eher dem, was die EU auch versucht hat quasi. Also Frieden ist wirklich das Motiv, hier zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten. Also das war eben auch der Ursprung der EU. Und
die Organisationen können für uns ein starker Partner sein. Also wir können Organisationen wie ECOWAS beispielsweise unterstützen, weil sie sind diejenigen, die Mittler sein können, die als Mediator fungieren können, und zwar viel besser, als wir das könnten. Das heißt, wir sollten uns viel mehr auf die regionalen Organisationen konzentrieren. Chris, wollen Sie diesen Punkt noch einmal aufgreifen mit den regionalen Organisationen? Ja, gut. Und danach beantworte ich die übrigen Fragen. Ja, sicher, genau. Also lassen Sie mich kurz das aufgreifen, was Sie gesagt haben zum Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich in der Sahelzone und in der Herangehensweise. Natürlich sehe ich, dass die EU als geeinte Familie sich engagieren möchte mit einem kohärenten Ansatz. Aber wir sehen auch, dass Deutschland und Frankreich eine unterschiedliche Geschichte in der Sahelzone haben. Im frankophonen Afrika, in frankophonen afrikanischen Ländern im Westen, insbesondere in der Sahelzone, gibt es ein starkes antifranzösisches Gefühl. Das geht auf die Kolonialgeschichte zurück. Und das kann einfach nicht einfach beseitigt oder übertüncht werden. Im Gegensatz zu einigen westlichen Analysen ist das kein Produkt russischer Desinformation. Russische Desinformation hat nicht zu diesen antifranzösischen Gefühlen geführt. Russland hat das vielleicht ausgenutzt und verstärkt, aber dieses Gefühl war immer da. Das muss verstanden werden. Und man möchte ja nicht in einer Situation sich wiederfinden, wo man plötzlich Feinde erbt, mit denen man vorher gar nichts zu tun hatte. Also es gibt wirklich ein ganz spezifisches Ressentiment gegenüber Frankreich. Und die Militärregime haben das natürlich genutzt. Sie sind Vehikel dessen geworden, dieser Gefühle geworden. Und sprechen von historischen Fehlentwicklungen. Und das sehen wir auch als Bestandteil der Attraktivität dieser Regime in den Regionen an. Vor einigen Jahren war es so, und Bamako ist natürlich einer der Orte, an dem wir tätig sind und wo wir auch Verbindungen haben. Aber seit 2022 haben wir festgestellt, dass offen gesagt die einzigen Menschen, die ein starkes Interesse an Wahlen hatten, und sagen, okay, das ist was ganz Wichtiges für uns, das war die obere Mittelklasse-Elite in Bamako, in Kidao, in Bao, in Timbuktu, an anderen Orten. Da war die größte Sorge der Menschen die Sicherheit. Sie sagten, wir wollen einfach nur Sicherheit. Wir wollen in Sicherheit leben. Es ist uns egal, wer uns beschützt. Wenn eine gewählte Regierung uns nicht beschützen kann, gut. Wenn eine nicht gewählte Regierung uns schützen kann, gut. Also diese Frage ist wirklich existenziell. Sie wollten einfach nur Schutz. Und natürlich können nur lebende Menschen auch wählen. Also man muss am Leben bleiben, um wählen zu können. Das heißt, das ist eine ganz einfache Sicht, die wir anerkennen müssen natürlich. Also ganz klar, was da gefordert wird. Und jetzt noch zu den Grenzen und den kolonialen Grenzen, die aufrechterhalten worden sind. Ja, das stimmt. Da hat man sich geeinigt, dass man diese Grenzen aufrechterhält. Damals, in dem Kontext, in dem das passiert ist, muss man sehen, dass die afrikanischen Befreiungsbewegungen ihre Länder befreien wollten. Und das wollten sie schnell machen. Und sie haben erkannt, dass wenn sie Kämpfe starten über die kolonialen Grenzen, dann werden sie keine Fortschritte machen. Das heißt, sie haben die Grenzen akzeptiert, wie sie waren, und wollten von dort aus Fortschritte machen. Aber Äthiopien und Eritrea beispielsweise haben Kriege geführt über 30 Jahre. Dann ist Eritrea entstanden, jetzt kürzlich Südsudan. Das heißt, es gibt aufgrund dieser zwei Beispiele auch Menschen, die sagen, gut, vielleicht können wir die Dinge auch überprüfen. Vielleicht müssen wir jetzt nicht das gesamte Erbe übernehmen und alles so akzeptieren als gegeben, was auch aufgrund unserer Geschichte entstanden ist. Und das ist natürlich auch Teil der Sahelzone und der Probleme dort. Wenn man sich die Tuareg-Bevölkerung anschaut, die Tuareg gibt es in Niger, in Mali, in Algerien, in Burkina Faso. Und mit den Jahren, über Jahrzehnte vielmehr gesagt,
gab es verschiedene Aufstände der Tuareg. Und diese hatten immer zum Ziel, einen eigenen Staat zu gründen. Der würde natürlich diese ganzen Grenzen dieser Länder überschreiten. Gaddafi, als er noch am Leben war, hat das gesehen und hat aus Eigeninteresse entschieden, dieses Streben zu unterstützen und hat das Ganze genutzt, um die Region zu destabilisieren. Aber, also ich sage das jetzt nur, um Folgendes hervorzuheben, also selbst wenn schlechte Akteure eine Region destabilisieren, ist es häufig so, dass sie eben nur etwas ausnutzen, was es bereits an Gefühlen gibt oder an Leid gibt. Sie erfinden nichts Neues. Auch Terroristen sind einfach nur symptomatisch. Die Terroristen, die ja hier angesprochen worden sind, die nutzen einfach eine gegebene Situation aus. Sie suchen nach Ansatzpunkten, nach Spannungen in der Region und dann gehen sie dorthin und nutzen das. Und dadurch können sie auch ihre Kämpfe auf eine lokale Ebene runterbrechen. Also in Mali hat die Al-Qaida versucht, Mali zu infiltrieren. Und das wurde als arabisches Expansionsprojekt verkauft. Und erst als man sich entschieden hat, die Aufständischen mit einzubinden und die Sprache der Marginalisierten zu nutzen im lokalen Kontext, sind sie erfolgreich geworden. Und wir sehen das Ganze jetzt auch bei der Fulani-Gemeinde im westlichen Teil Afrikas, Burkina Faso, Mali, wo die Aufständischen erkannt haben, dass wenn sie Zulauf gewinnen wollen, dann müssen sie die Probleme vor Ort, die Ausgrenzung und die Entfremdung von Gemeinden ansprechen. Und das ist quasi ihre größte Stärke. Das ist es, was sie anstreben. Also, jetzt möchte ich noch etwas zu dem interessanten Kommentar sagen von Ihnen. Also ich denke, im Text des EU-Afrika-Dialogs sind einige Punkte sehr wichtig. Sie haben ja einen wichtigen Punkt auch angesprochen. Also wie es in Europa gegenwärtig scheint, dass es einen Rückschritt der Demokratie gibt oder Angriffe auf die liberalen Demokratien. Und das ist wirklich sehr wichtig. Und ich finde das ziemlich faszinierend. Denn wir beobachten natürlich, von unserem eigenen Kontinent aus blickend, den Aufstieg rechtsgerichteter Regierungen und die Entstehung illiberaler politischer Bewegungen. Und wir sehen das im Kontext dieser Reaktion, der sich verstärkenden Diversifizierung von Gesellschaften aufgrund von Migration. Und wenn ich jetzt meinen eigenen Kontinent anschaue, ist es so, dass in den 60er und 70er Jahren afrikanische Länder häufig Einparteienstaaten waren, weil ihre Gesellschaften einfach zu vielfältig waren. Wenn es einen Wettbewerb zwischen vielen Parteien gegeben hätte, dann hätte es zu einer ethnischen Fragmentierung dieser Länder geführt. Das heißt, das wurde als Begründung genutzt für die Beförderung von Einparteienstaaten. Und ich frage mich jetzt, ob es hier nicht eine Parallele in Europa gibt, die quasi zu kontinentüberschreitenden Reflexionen führen könnte. Dahingehend, dass wir uns fragen, wo geht Europa hin? Was können wir von unseren gemeinsamen Erfahrungen lernen? Also das ist sicherlich ein Thema für ein anderes Seminar sozusagen. Also da werde ich jetzt nicht weiter das ausführen. Ich denke, jemand hat noch gefragt, was sollten wir mit der EU machen, mit Blick darauf, was wir von der EU lernen können. Also ehrlich gesagt können wir sehr viel von der EU lernen. Wie bereits gesagt, Europa hat Jahrhunderte der Kriegführung erlebt, Jahrhunderte so intensiv, dass wenn man sich die gesamte Bandbreite der europäischen Geschichte anschaut, gibt es so viele Kriege und der Frieden, den wir jetzt sehen, ist erstaunlich, aber wirklich sehr selten. Und die EU hat wirklich einen einzigartigen Mechanismus des Friedensaufbaus erreicht. Die Menschen wurden zusammengebracht, und zwar durch unterschiedliche Instrumente. Also die Europäische Champions League beispielsweise, das lieben wir auch. Wir lieben sie in Afrika.
Also wir schauen uns die Dinge an, die Champions League, und wir sehen natürlich auch die Institutionen bei uns, die versuchen, von dem zu lernen, was sie erreicht haben. Die Herausforderung für uns in Afrika ist die Infrastruktur. Es gibt ein starkes Infrastrukturdefizit auf unserem Kontinent. Wir brauchen Ressourcen dafür, um das Level an Integration zu erreichen, das sie hier erreicht haben. Natürlich muss man auch wiederum anerkennen, dass Integration eine Reise ist. In Europa haben sie ein gutes Gespür für nationale Identität. Und jetzt haben sie eben diesen Schirm geschaffen, um diese ganzen nationalen Identitäten zusammenzubringen. Und natürlich gibt es auch Streitigkeiten, das haben wir auch beim Brexit gesehen. Das ist sicherlich das extremste Beispiel. Aber ich denke, dass diese Art des Zivilisationsprojektes, das Menschen zusammenbringt, das plurale Gesellschaften formt unter einem Dach, das ist meines Erachtens die Zukunft. Und zwar für jeden. Das ist der einzige mögliche Weg in die Zukunft, um Probleme zu lösen. Egal, wie diese Probleme auch aussehen. Klimawandel, Weltfrieden, was auch immer. Also das ist wirklich der einzige Weg in die Zukunft. Aber es ist eben eine Reise. Und auf dieser Reise werden wir natürlich uns mit entgegengesetzten Kräften befassen müssen, die nicht die gleiche Vision haben, die nicht daran glauben, dass wir eine gemeinsame Menschheit quasi haben, die zusammenstehen muss. Und einer der Gründe, warum China in Afrika so erfolgreich ist, ist, dass sie eine integrative Infrastruktur aufzubauen helfen. Die westlichen Kolonialmächte haben Infrastruktur aufgebaut, die aber extraktiv war. Also beispielsweise haben die Briten eine Eisenbahnlinie von Nigeria aus an die Küste, also aus dem Zentrum nach Lagos gebaut, aber eben um Rohstoffe zu extrahieren. Der übrige Teil des Landes war nicht angebunden. Einer der Gründe, warum China so populär ist, ist, dass sie natürlich einerseits die Seidenstraßeninitiative haben, aber eben auch eine integrierte Infrastruktur schaffen wollen. Also sie verbinden die Sahelzone mit dem bis hin zum Horn of Afrika. Also paradoxerweise ist es so, dass man jetzt sagen muss, und manchmal ist es so, dass westliche Analysten über den chinesischen Kolonialismus sprechen und Afrikaner sind einfach nicht der gleichen Meinung, weil sie haben ja den Kolonialismus selber erlebt. Wir haben gesehen, wie Kolonialismus aussieht, und das hier mit China sieht nicht aus wie Kolonialismus, das sieht anders aus. Also das wollte ich nur sagen als Reaktion darauf. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir sind bereits etwas hinterher mit der Zeit. Ich möchte trotzdem Ihnen noch ganz kurz Gelegenheit geben, kurz zu sagen, wenn Sie das auf einen Satz, ein Beispielprojekt zurückführen müssten, runterbrechen müssten der europäisch-afrikanischen Partnerschaft, worauf können wir in den letzten 10 Jahren stolz sein? Was wäre das? Ich weiß, es hat schon viel Input gegeben. Versuchen Sie es zusammenzufassen. Ich glaube, die Erfolgsgeschichte wäre, dass wir mehr zugehört als lektoriert haben. Das haben wir geändert in der letzten Zeit. Katja? Nun, es geht um Visionen, die wir zur Zusammenarbeit haben wollen. Ja, Sie haben das Potenzial in der demografischen Struktur erwähnt. Meine Vision wäre jetzt Frieden und Stabilität auf beiden Kontinenten und Mobilität zwischen beiden Kontinenten, so dass die alten demografischen Gesellschaften in Europa mit der Jugend in Afrika zusammenkommen, um von jedem das Beste zu lernen, so dass wir dann zu einem Punkt kommen, wo wir beide voneinander profitieren. Ich glaube, letzter Satz. Entschuldigung, ich habe vergessen, Sie haben nach den Universitäten gefragt. Wir haben eine Partnerschaft mit einem Netzwerk an Researchern in verschiedenen Universitäten in Nigeria und Westafrika und haben zusammengearbeitet, um genau das zu machen, was Sie gesagt haben. Wir versuchen, den Frieden lokal verankert zu machen, Friedensmechanismen. Das ist ein Bereich,
großer Versprechen für uns und ich stimme völlig zu. Die Universitäten, die Intellektuellen, die Gelehrten spielen eine wichtige Rolle in diesem Prozess und das ist eine der Dinge, an denen wir arbeiten. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir nochmal den Blick auf Partnerschaften schaffen zwischen europäischen und afrikanischen Instituten wenden können, um diese Art von Arbeit zu unterstützen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Gut, das war die 24. internationale Sicherheitskonferenz. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei den Panelistinnen. Es war ein sehr interessantes Panel. Ich möchte mich bei dem Team der Foreign Policy Abteilung bedanken. Es gibt niemanden wie Giorgio Franceschino, der die Organisation hier organisiert hat. Ich bedanke mich auch. Ja, genau. Ich bedanke mich auch bei dem gesamten Team. Es war eine große Freude, mit euch zusammenarbeiten. Milena Grünewald, Felicitas Böhm, die Dolmetscherinnen, die Techniker, Philipp Strauch, auch vom Eventmanagement. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie uns gewogen und einen herzlichen guten Abend.